Hi, herzlich willkommen hier in diesem Video. Mein Name ist Ben Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Und es ist soweit, ja, es ist ein neues Päckchen, Paket ins Haus gekommen von, wie du siehst, Focusrite. Wir sind ja noch den Teil 2 schuldig von unserem ersten Teil bzw. der kleinen Videoserie. Die einfachste, schnellste, simpelste Möglichkeit, deine Gitarre zu Hause aufzunehmen, zu recorden. Und heute kommt Teil 2, weil was wir nämlich haben, und da gehen viele, viele Grüße und Danke an Focusrite raus. Wir haben hier ein niegelnagelneues Focusrite Audio Interface. Und übrigens, am Ende von dem Video kannst du erfahren, wie du dieses Teil gewinnen kannst. Und um einfach ja, das Kauferlebnis noch realistischer zu machen, habe ich mir gedacht, drehen wir das Video doch gleich so, dass du siehst, was bekommst du nach Hause geschickt, wenn du dir ein Focusrite Audio Interface bestellst. Ich glaube, es ist hier auf jeden Fall von der dritten Generation. Bin mir aber gar nicht sicher, genau, was es für eins ist, ob es das Solo ist oder das Scarlett. Und ja, wie es einfach ist, wir packen das Ganze aus, wir stöpseln das Ganze an, ich zeige dir, wie alles geht und du wirst sehen, es ist super, super simpel, deine eigene Gitarre zu Hause zu recorden, ohne dass du irgendwelches technisches Know-how wissen musst. Okay, los geht's erstmal, packen wir die Box einmal aus. Okay, die Box ist offen und für alle da draußen, oh, ich sehe gerade Videokamera, Akku gleich leer, für alle da draußen, ja, macht's hier mit dem Messer, nicht mit der Schere, also nicht nachmachen, bevor euch verletzt, ja. Ich gehe mal kurz Akku wechseln und dann geht's sofort weiter. Okay, weiter geht's. Also, was haben wir hier im Päckchen? Wir haben hier und zwar das Focusrite Scarlett 2E2 Third Generation. Ja, siehst du es auch nochmal? So, das packen wir jetzt mal aus. Viel mehr ist hier, glaube ich, nicht mit dabei. Nein, genau, dann können wir den Karton erstmal weghauen. So, dann brauche ich nochmal die Schere. So, tada, hier haben wir es, das niegelnagelneue Focusrite Scarlett in der Third Generation. Was haben wir hier? USB ist klar. Was absolut mega geil ist von Focusrite, und zwar Included Software. Das heißt, selbst wenn du jetzt keine Recording Software oder Digital Audio Workstation zu Hause hast, du hast hier Avid Pro Tools dabei. Ableton Live Lite, was auch nochmal beides ein, achso, in den Pro Tools, genau, hat man teilweise auch nochmal Virtual Entrance Sounds mit dabei, das heißt, wo du zum Beispiel, wenn du deine Gitarre anstöpselst, du dann quasi ein Amp hast, ja, mit dabei, und Ableton Live Lite, das ist quasi die DAW, also das, die Recording Software, ja, könnte man sagen. Packen wir das ganze Ding mal aus. Und du wirst sehen, du brauchst hier tatsächlich nichts anderes, außer das Teil an deinen Computer anschließen. Und auch selbst die Erkennung, das werden wir gleich hier ansehen, läuft einfach mal tadellos. So. Ja, und das ist natürlich auch ganz geil. Sofort, wenn du das Paket öffnest, hast du hier auch nochmal eine super simple Anleitung, wie du das Ganze connectest. Ja, also du siehst, auch hier nochmal einfach anschließen und hast hier auch nochmal eine Website mit dabei. Wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast bei der Installation, wo du dich hinwenden kannst. Das war der Support, über den wir im Teil 1 gesprochen haben. So, also hier ist das Teil. Und was noch mit dabei ist, ist natürlich das USB-Kabel, in dem Fall USB-C. Super praktisch. Zumindest für, für den Ausgang ist normales USB-Kabel. Passt aber auch. Okay. Das ist dann erstmal so weit alles. Perfekt. So, also das ist nochmal ja, hier nochmal vorher eingepackt. So sieht das Ganze aus. Packen wir es mal aus. Ja, also nicht wundern, der glückliche Gewinner, der das Teil bekommen wird. Dazu kommen wir, wie gesagt, am Ende von dem Video. Ich habe es schon mal ausgepackt zu Demonstrationszwecken. Werde es aber sonst nicht weiter nutzen. Denn wir haben ja selber schon unsere. Hier. Ja,
So sieht das ganze Teil dann aus. Ja, das schöne Rot. Du hast hier vorne zwei Inputs. Du kannst jetzt quasi entweder zwei Gitarren aufnehmen, ja, wenn du sagst, du willst irgendwie beide anschließen, willst vielleicht schon mit zwei Spielern spielen, das geht auch. Oder natürlich auch perfekt für alle Songwriter, die einmal mit einer Gitarre spielen und dabei singen wollen. Du hast hier einmal ein Line-In für ganz normalen, für einen ganz normalen Klinkenanschluss. Ja, den kannst du hier reinstecken für die Gitarre. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt einen Gesang aufnehmen möchtest mit einem Mikrofon, hast du hier auch einen XLR-Eingang. Also saupraktisch das Teil. Dann hast du hier nochmal verschiedene Einstellmöglichkeiten, was Gain angeht. Also sprich die Lautstärke vom Signal, auch Instrument oder eben, also Instrument wäre quasi, wenn du jetzt zum Beispiel die Gitarre angesteckt hast, ja. Da will ich jetzt aber gar nicht so stark drauf eingehen, das kannst du alles nochmal nachlesen. Wenn du das Teil dann hast, hier geht es ja mehr darum, anschließen, einstöpseln und los geht's, ja. Das wollen wir demonstrieren. Aber nur nochmal kurz, damit du siehst, was bei dem Teil alles mit dabei ist. Und hier auch nochmal Outputs. Line-Outputs rechts, links, das wären quasi, wenn du Monitorboxen hast, dann könntest du die hier anschließen und hier, das ist der Anschluss dann für den USB, für das USB-Kabel. So, das schließen wir jetzt auch mal an, damit du siehst, wie simpel das Ganze ist. Und zwar, also einfach Käbelchen hier. Ja, in das Focusrite reinstecken. Das Focusrite braucht auch keine extra Energieversorgung. Es wird direkt mit über deinen PC oder Laptop mit Energie versorgt. Ja, das ist auch super praktisch. Und hier vorne übrigens kannst du auch noch Kopfhörer anschließen. Ja, falls du sagst, du bist in der Mietwohnung oder ja, die Frau, Kinder sind schon zu Bett und du willst abends noch mal eine Jam Session machen, Kopfhörer anschließen und ab geht's. Ja, überhaupt gar kein Problem. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Mac hast, so wie ich jetzt hier, ja, dann bräuchtest du im Endeffekt einfach nochmal einen Adapter. Hat man ja meistens sowieso mit dabei für ein normales USB. Den schließe ich jetzt hier an. So, und dann schließe ich auch schon mal meine Gitarre an, wobei das jetzt nicht weiter keinen Unterschied macht. Und ich zeige gleich jetzt hier im Video, blende ich noch ein weiteres Video ein, wo du quasi auf meinen Bildschirm gucken kannst, damit du exakt siehst, wie das Ganze läuft. Also, ich mache jetzt mal die Bildschirmübertragung an. Okay, Videoübertragung sollte laufen. Lasse ich jetzt, wie gesagt, irgendwo hier im Video noch mit einblenden. Vielleicht überblende ich es auch über das ganze Video. So, also, was ich jetzt mache, ist, ich schließe das Focusrite jetzt hier an meinen USB-Input an. So, dann sieht man auch hier leuchtet eine grüne Lampe. Hier, ja, siehst du, das Teil wird jetzt mit Strom versorgt, ist auf jeden Fall angeschlossen. Und was du auch gesehen hast, es hat sich direkt hier Scarlett geöffnet. Das heißt, das Teil wurde wahrscheinlich schon erkannt. Um das zu testen, gehen wir einfach direkt mal in GarageBand rein. GarageBand ist eine DAW, die wird mitgeliefert auf allen Apple-Produkten. Nutzen wir sehr, sehr gerne. Ist sehr simpel zu bedienen und hat eigentlich alles, was man braucht. Außer jetzt die virtuellen Instrumente, wobei die ja hier auch mit dabei sind. Also sind zwar auch welche mit dabei, aber die gefallen uns nicht so sehr gut. So. Und wie geil ist das denn? Siehst du hier, ja, Eingang 1, mein Instrument ist verbunden mit Scarlett 2i2 USB. Das heißt, das Scarlett wurde schon erkannt, ohne dass du irgendwelche Software oder Treiber installieren musst, wie es vor Jahren noch der Fall war. Erzeugen. Und wenn wir jetzt hier auch mal schauen, hier Eingang Scarlett ist dort auch erkannt. Jetzt testen wir das Ganze mal. Ich gehe hier auf den Monitor bzw. nehme etwas auf. Ups. Dann können wir uns das Ganze auch schon anhören. Ich hoffe mal, dass man das jetzt zumindest hier hören kann. Kann sein, dass es vielleicht jetzt doppelt rauskommt. Ich will jetzt mal den Sound von dem Mac. So, ich gebe den Ganzen noch ein bisschen mehr Gain. Ja. Jetzt hast du gesehen, Moment, ich zeige dir das eben mal nochmal im Video. Also es ist relativ leise, weil das Gain ist natürlich jetzt auch hier komplett auf Null gedreht, mehr oder weniger. Ich drehe das Gain jetzt hier mal etwas mehr auf, etwas bisschen mehr als über die Mitte. Und damit hast du auch das blanke Signal von deiner Gitarre dann etwas verstärkt. Ja, das ist natürlich ein bisschen zu weit. Und das ist übrigens auch eine ganz geile Sache, wird jetzt hier schwer für mich zu erklären. Und zwar, wenn du das Gain zu weit aufgedreht hast oder es eben zu Störgeräuschen kommt, im Sinne von, dass einfach das Volume zu laut ist, wenn du mal auf
das, den Gain-Regler guckst und du schaust auf den Ring, dann blinkt der teilweise grün oder teilweise, wenn ich richtig reinhau, orange. Das heißt, dann lieber wieder etwas runterdrehen. Das finde ich auch eine sehr komfortable Anzeige. So, wie du hörst, passt es alles soweit. Ich habe jetzt hier noch etwas, noch eine kleine Latenz gehabt. Das kann aber daran liegen, das habe ich manchmal in GarageBand auch. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wenn man es öffnet. Dass es zu einer kleinen Latenz kommt. Kann aber auch sein, dass ich die noch einstellen muss. So, Moment, gucken wir uns das Ganze mal an. Einstellungen. So. Na, warte mal, öffnen wir einfach mal von der Scarlett an für sich. So, also hier bei dem Scarlett. Was sich dort öffnet, hat man hier auch nochmal, gehe ich stark davon aus, dann ein Guide. Ah ja, perfekt. Und hier sieht man, wie man das ganze Ding dann entsprechend installiert. Das ist natürlich richtig gut gemacht. Auch hier Average Setup Time 5 bis 30 Minuten. Create your account. Essential Software, Install Driver, other Essential Software for Run here. Bla bla bla. Das heißt, hier bekommst du auch von Ableton Live dann und Pro Tools die Software und kannst dir hier sogar auch nochmal Tutorials anschauen. Also das ist natürlich richtig gut gemacht und sehr simpel, sehr intuitiv. Das heißt, hier würdest du dann dich entsprechend registrieren, ja, wenn du natürlich sagst, du willst die Software haben und auch entsprechend ein paar Treiber, die notwendig sind und könntest dann damit auch schon loslegen. Ja, also das ist echt super praktisch gemacht. Ah ja, okay. Also ich habe jetzt gerade, dann lag es anscheinend an Screenflow. Ich habe quasi noch eine Software laufen lassen, wo du den, dass du meinen Monitor siehst. So, jetzt klopft hier irgendwer. Und als ich die ausgemacht habe, jetzt ist auch die Latenz weg. Okay, also dann passt das. Ja, also du siehst, ich spiele jetzt hier. Und der Sound kommt auch direkt hier raus. Ich mache mal ein bisschen lauter, damit man das hier auch im Mikrofon hört. So, jetzt kannst du auch direkt anfangen zu recorden. Ja, kannst du hier in GarageBand meinetwegen auch noch einen kleinen Chorus reinhauen, damit das Ganze noch ein bisschen ganz cool klingt. Vielleicht eher sowas hier. Drückst auf Record. Gib mir den ganzen Mal noch vielleicht einen Einzähler. Zack. So, etwas verspielt, aber so ein Demonstrieren, ein paar easy peasy Akkorde. So, und schon ist das Ganze auch aufgenommen. Ich zeige dir nochmal am Monitor. Das war jetzt für mich selber etwas unerwartet, dass es hier leider zu einer Latenz kommt, wenn Screenflow noch geöffnet ist. Was ja sonst ein Normalsterblicher wahrscheinlich nicht bei sich hat und man ja auch nicht braucht. Also ich habe jetzt hier das Ganze aufgenommen. Hier siehst du die Gitarrenspur. Ich lasse ihn nochmal ablaufen. Ja. Und so absolut simpel und einfach ist es mit dem Focusrite Scarlett Interface, ja, hier aufzunehmen. Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen. Also du packst das Teil also einfach aus, schließt es an deinem PC an, öffnest deine Software, ja, oder gehst auf die Website von Focusrite, die ist hier einmal drin, ja,
beziehungsweise öffnen sich auch auf deinen Computer, zumindest war es jetzt hier der Fall, ein kleines Icon, wo du draufklicken kannst und einen Account kreieren kannst. Und dann kannst du dir dort kostenlos, wohlgemerkt, eine sehr, sehr gute Software runterladen, wo du dann direkt deine Gitarre aufnehmen kannst. Ja? Das Teil wird, wie gesagt, selber mit Strom versorgt, vom Computer aus. Du steckst einfach deine Gitarre ein und kannst dann schon auch direkt recorden. Ja? Das Thema mit der Latenz, vielleicht nochmal erklärt, hatten wir bei Teil 1 auch schon mal kurz darüber gesprochen. Latenz heißt einfach, wie lange es dauert, bis das Signal, wenn du spielst, quasi hier recorded wird. Darunter soll natürlich, also das sind immer Millisekunden, die das Ohr aber teilweise nicht hören kann dazwischen. Aber es soll natürlich nicht so sein, wie es vorhin war, dass ich anschlage und dann tatsächlich hörbar eine Sekunde später wird es erst dann hier, ja, aus den Lautsprechern kommt der Sound raus, wird das Signal übertragen. So ist es jetzt hier nicht. Das lag einfach nur daran, dass ich jetzt hier noch ScreenFlow geöffnet hatte. Das wird wahrscheinlich an der Rechenleistung gelegen haben, dass es einfach zu viel Leistung verbraucht hat. Ja, ich kann es jetzt hier auch nochmal demonstrieren, dass es wirklich keine hörbare Latenz gibt. Ja, ich schlage an. Siehst du auch meine Handbewegung. Du hörst das Ganze. Also es ist perfekt. Besser geht es im Endeffekt nicht. Und nicht nur besser, sondern einfacher, komfortabler, simpler und schneller habe ich es noch nicht erlebt, wie man sich zu Hause entsprechend aufnehmen kann. Ja, also was will man mehr dazu sagen und was gibt es da jetzt noch, was noch einfacher geht? Ja? Anschließend Gitarre anstecken, los geht's. Also, das zu Teil 2 und damit auch den letzten Teil. Ich stecke meine Gitarre wieder ab. Von dieser kleinen Mini-Videoserie, wie du ganz, ganz einfach deine Gitarre zu Hause recorden kannst. Und wie gesagt, mit dem Focusrite kannst du hier auch nochmal mit dem Skal, hast du sogar zwei Anschlüsse, könntest quasi auch eine zweite Gitarre anschließen oder auch ein Mikrofon anschließen, was für Songwriter natürlich sehr interessant ist. Wenn du Fragen zu dem Focusrite hast, beziehungsweise falls du irgendwas nicht verstanden hast und du sagst, hey, erklär doch mal bitte, wie war das und das ganz genau, dann schreib einfach deine Kommentare unten in die Videobeschreibung. Und ich hatte ja am Anfang des Videos noch gesagt, du kannst dieses geile Teil hier gewinnen. Und wie? Ganz einfach. Am 8.12. oder ab 8.12., das ist der Sonntag jetzt in dieser Woche, heute ist ja 2. Dezember, Montag, am 8.12. veröffentlichen wir wieder und dann für immer unseren Rock und Metal Solo Masters Programm. Und es gibt mehrere Gewinne. Es gibt eine Einführungswoche, die läuft vom 8.12. bis zum 15.12. Und der erste Preis ist genau dieses geile Focusrite Scarlett 3rd Edition. Das kannst du dort gewinnen als Teilnehmer von dem Kurs. Wenn du in den Kurs einsteigst innerhalb der Einführungswoche, dann kannst du dir einmal einen richtig fetten Rabatt holen, den es in der Einführungswoche gibt. Und du nimmst automatisch am Gewinnspiel teil von dem Focusrite. Du findest den Link unter dem Video. Dort kommst du auf die Seite, dort kannst du dich in eine Liste eintragen, eine Verteilerliste, wo wir dann entsprechend alle Leute informieren am 8.12., wenn es losgeht, um 10 Uhr per E-Mail mit dem Link zum Programm, wo du, wenn du einsteigst, deinen Rock und Metal Solo Masters Programm, du unter anderem auch die Chance hast, dieses geile Out in the Face von Focusrite zu gewinnen. Okay, das soll es in dieser Lektion gewesen sein. Ich hoffe, wir haben dir gezeigt, wie extrem einfach es sein kann, deine Gitarre zu Hause zu recorden, ohne dass du technisches Know-how brauchst, ohne dass du irgendwie verzweifelt am Computer sitzt und irgendwelche Treiber noch herunterladen musst oder dir die Haare zu Berge stehen, weil du gar nicht weißt, wo jetzt hinten und vorne ist. Ja? Und dass es wirklich sehr, sehr einfach kann für jeden, der auch kein technisches Know-how hat. Ja? Also du solltest den Computer ganz normal bedienen können, aber davon gehen wir aus. Und ansonsten helfen dir die Leute von Focusrite auch unter dieser Adresse hier, beziehungsweise bei mir war hier auch dieses Icon im Computer, wo du draufklicken kannst, deinen Account erstellen kannst und somit dir auch Hilfe holen kannst. Also, klasse Sache. Vielen, vielen Dank nochmal an Focusrite zum Sponsoren von dem Scarlett 3rd Edition für unser Gewinnspiel. Und ja, das soll es in diesem Video gewesen sein. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Gitarre spielen, beim Aufnehmen, auch zu Hause. Und vielleicht, ja, bist du der glückliche Gewinner von dem Focusrite. Alles weitere erfährst du dann nächste Woche am 8.12. beziehungsweise unten, wenn du auf den Link klickst in der Videobeschreibung, wo du dich in den Verteiler eintragen kannst und wir dich dann direkt per E-Mail informieren, wenn es soweit ist, am 8.12. am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, rock on!